So, da sind wir jetzt auch wieder zu einer weiteren Folge Bloodborne. Heute auch mal ein bisschen mit Begleit-App. Headset-Begleit-App. Mal ausprobieren, wie das ist. So, ich mache nebenbei mal Twitter auf. Und zwar so. Bla. So. Ich habe auf jeden Fall Twitter offen. Das heißt, ihr könnt also auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder entsprechend andere Sachen, wie zum Beispiel, ob wir kooperativ oder so mal zusammen zocken wollen, könnt ihr dann euren PlayStation-Namen oder Spielernamen für Bloodborne dann gerne mal in die Kommentare beziehungsweise unter dem Hashtag Bloodborne Live auf Twitter gerne mal hinterlassen. Dann schaue ich mir das Ganze an und werde mich dann natürlich entsprechend über Private Message auf Twitter oder PlayStation dann melden. So, wir sind ja gestern hier etwas unglücklich gekillt worden. Aber ich sag erstmal wieder herzlichen Dank fürs Einschalten und let's go! Heute kommen wir da weiter. Gerade da ich ja die schöne Abkürzung frei habe. Alter, ist das ein bisschen sehr laut. Ich muss mal ganz kurz noch was einstellen. Science, wo haben wir es denn da? Geräte, Audiogeräte, da. Weil das auf In-Ears doch schon extrem laut ist. So. Das ist wirklich so extrem laut. Aber hier hinten hatten wir doch eigentlich noch so einen Typen. Ach nee, war ja andere Richtung, genau, das war ja hier drüben. Ich habe keine Bullets. Das sollten wir mal ganz kurz ein paar Bullets einverleiben, sonst wird es hier echt ein bisschen haarig mit den Typen hier. Typen sind schon richtig scheiße, wenn man nicht weiß, dass hier welche sind. Oh, schauen wir mal lieber, ob wir heute da weiterkommen, wo wir eigentlich gestern verreckt sind. Mich bei den ein. Ich weiß, dass hier Typi ist. Hey, kommst du? Jetzt habe ich zwei getriggert. War ich schlau. Echt super. Mister. So glatter jetzt kriegt man hier echt genug, aber Muni sieht scheiße aus. Ne, komm. Zack.
tot. Ich weiß ja hier schon, wo ich runter kann. Aber dazu muss ich hier erstmal ein bisschen aufräumen. Weil sonst wird es hier ein bisschen scheiße. Also bis dahin zu kommen. Naja, wirklich was. Theoretisch eine gefledert. Aber okay. Der Typ. Nervt mich. Komplett. Eigentlich könnten wir bald mal wieder die Waffe aufleveln. Die Axt ist schon ziemlich geil. Typen aus der Entfernung zu killen? Ja. Jetzt gleich, Junge. Diese Scheißtypen vergiften einen auch noch. So, Combo ist nämlich. Gar nicht so schlecht. Der Typ schießt nicht mehr auf uns. Okay. Interessant. Auf jeden Fall ist hier eine ziemlich geile Abkürzung. Der mag es nämlich gar nicht, wenn wir Licht haben. Wow. Das mögen die Typen nämlich überhaupt nicht. Und tschüss. Hier wird's dann auch wieder echt ein bisschen haarig. Da hört man's schon schießen. Nummer zu hart. Hier musste ich durchrennen. Weil die Typen ein bisschen anknuspern. Und hier drin ist es. Ah, erstmal das sichere. Kämpfen. Also an sich ich mal hinter einer Wand zu verstecken. Hier noch was haben. Ach, hier geht's nur. Runter. Wäre dann gleich runter zu jumpen. Aber wir müssen hier so oder so durch. Und so. Platz um. Leider nichts anderes. Ich brauche einen Typen hier rein.
so richtig scheiße eklig. Also wir müssen da rüber rennen. Und dann da rein. Ich guck nochmal jetzt. Also schön immer schnell an die Mauer. Wenn der aufgehört hat zu schießen, hier rüber. Schnell die Kette. Die tun zwar nicht weh, aber hier ist man wenigstens erstmal safe. So, du. Man sollte sich überlegen, welche Typen man hat. Das war ziemlich knapp. Bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Hier kommt man leider nicht hoch. Blattweils habe ich auch nicht genug. Ist noch so ein Scheißjäger, Alter. Ach, ist das ärgerlich. Es ist wirklich echt ärgerlich. Ohne Bullets ist das Ding echt scheiße. Ich werde wohl auch zwischendrin mal den Controller wechseln müssen, weil der Akku von dem ist auch nicht mehr der beste. Aber, naja. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Janam. Ich habe so viel Zeug auch in den Taschen, was ich nicht unbedingt brauche, kann ich erstmal verkloppen. Und dann gehen wir erstmal die Waffe upgraden.
Bohrer weiß ich jetzt nicht hier. Blutstein hat 14. Material für ein Ritual. Gehen wir erstmal ganz kurz noch in ein Gebiet, weil ich glaube, die eine Brosche, die ich zerbrochen habe, die kann man den einem Mädchen von letzter Folge oder vorletzter Folge zeigen. Die Brosche findet, ist hier oben. Das ist nämlich die, die von ihrem Mann einfach mal gekillt wurde und das Herz rausgerissen wurde. Was schon ziemlich krass ist. Vielleicht werden wir heute mal noch diese Biestkugeln ausprobieren. Ich habe wirklich echt nichts, was ich verkaufen könnte, außer das Gegengift. Die bringt 200. Ja, die hat auch hier nicht wirklich was Neues. Welcome home. What is it?
Over time, countless hunters have visited this dream. The graves here stand in their memory. It all seems so long ago now. Over time, countless hunters... The graves here stand and it all seems so long ago. Farewell, good hunter. Ja, also wir wissen nur, dass das hier die Gräber von Huntern sind. Mehr wissen wir aktuell auch nicht. Und es ist ja auch noch so eine Tür, die ich aktuell auch noch nicht aufkriege. Warum auch immer. Ich gehe erstmal kurz ins Zentrum von Janam. Da werde ich mal ganz kurz eine kleine, ganz klitzekleine Farmrunde wegen Kugeln machen. Und ja, dann sehen wir mal entsprechend ein bisschen weiter, wie das Ganze dann jetzt funktioniert. Vielleicht werden wir da auch gleich mal noch ein bisschen diese Bisskugeln probieren. Eigentlich, nee, die Bisskugeln würde ich eigentlich gern mal in Old Janam probieren. Wäre nämlich krass, wenn man die nutzt und man wird von den Typen nicht gekillt. Das wäre echt der Hammer. Weg mit ihm. Schon mal 4 Stück. Das hat gereicht. Jetzt will ich doch mal. Ja, Blood Vials. Sind die Seelen erstmal relativ voller? Badam, bam, badam. 40 Sekunden Ladezeit. Die nächste. Das wird dann schon richtig arschnervig. Na gut, auf Dings gibt's auch noch keine Kommentare. PlayStation. Kommentare anzeigen. Kommentare ausblenden.
Zack. Bam. Der Typ war eigentlich schon tot. Aber, tja. Backstab. Jetzt hat er nämlich so ein alter Sack oben, auch in Altjanam. Der mit diesem scheiß Rollstuhl, Alter. Der ist richtig beschissen, ey. Zack. Jetzt mach ich mal hier. Halben Sachen. Das Insight verschwindet ja auch nur, wenn man uns nutzt. Bekommen. Das ist eigentlich relativ easy, kurz hier durchzulatschen. Also wir können auch noch ein bisschen. Damit haben wir. Bisschen. Ja, du Sack, ey. Geh mir nicht auf. King. Zack, tot, Ende Gelände. Hat zwar Dings benötigt, aber was soll's. Was willst du? Oh, zwei Quicksilver Bullets, sehr schön. Ist das zweihändige Sprungattacke ist auch geil. So, jetzt haben wir gut 900. Doch mal die Kosten ein bisschen. Und dann guckt man mal, ob wir heute noch mal Koop machen, aber das ist scheiße. Verlieren wir nämlich wieder das Inside. Und eigentlich muss ich nur woanders. Ich kann natürlich unten mal gucken, aber da geht's natürlich dann auch nicht weiter. Das eine Gebiet hinten habe ich auf jeden Fall schon abgegrast. Ja, ich weiß. So.
bringt. So, das ist nämlich nur was zum Verstärken. Sammelattribut zum Beispiel. Die Axt auf plus 3 bringt auf jeden Fall mehr Damage rein. Und ich habe ja noch 50 Blood Vials, 52 sogar. Könnte ich jetzt locker mal ganz kurz verkaufen. Ich krieg mir dann die Waffe nämlich auf plus 4. Das ist doch schon mal richtig. Da kann man die nämlich noch ein bisschen aufbauen. Dann sieht das Ganze nämlich schon etwas anders aus. Okay, ich habe nicht genug von dem Blutstein. Aber ich kann die zum Beispiel mal reparieren. So, jetzt wechseln wir auf Stinks. Nehmen wir uns 20 mit. Gehen nochmal kurz Old Janam. Guck mal ganz kurz vielleicht. Kann ich die Alte nämlich noch sagen wegen Patienten? Hör mal zu. Es gibt einen sicheren Ort. Da bin ich mal gespannt. Hello. Splendid. Let me ask you a small kindness. You're soon off to hunt, I presume? Then, if you find any survivors, tell them to seek Yusefka's clinic. Upon my Hippocratic oath, if they are yet human, I will look after them. Perhaps even cure them. This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be trapped here, but I should do something to help. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then. Ja, also man kann gerne in die Kirche oder halt hier. Ist auch interessant herauszufinden. Dass es zwei so solche, sag ich mal, Safe Zones gibt. Ja. Kurs.
Ich war so geil, ehrlich. Kommt her! Joch, das ist so geil. Mit einem Schlag nur. Das ist Hammer. Echt geil. Plus ist die echt der Wahnsinn. Selbst ich hab den Typen ja kaum getroffen. Übel. Richtig geil, lieber. So, dann gehen wir mal kurz zurück. Ich hab hier noch einen Typen, den würde ich auch gerne mit der Waffe ganz kurz noch plätten. Okay, der Typ nervt. Oh! Oh, ja. Vergiss es. Alter, Bloodwilds. Ich dachte, ich krieg mal von dem was anständig. Nein, Bloodwilds. Zum Kotzen. Okay, dafür habe ich den wenigstens wieder ins aufs Maul gehauen. Kugeln da stehen. Genau wie deine Blattbeul. Das geht dann richtig auf den Sack. Bloodwilds landen. Naja, gut. Oh, knapp. Wir müssen jetzt so oder so in die Storms. Kommen wir dann noch ein bisschen leveln, würde ich sagen. Dass wir noch ein bisschen was auf Vitality oder so drauf bolzen. Nee, Vitality nicht. Noch ein bisschen auf Ausdauer gehen. Welcome, what is it? Very well, let me... 2800 für ein Level.
ein verficktes Level. Was Arcan bringt, ist keine Ahnung. Farewell, good hunter. Ich will aber jetzt, na gut, auch weiter. Ab zur Adriana. Das bringt's doch. Thank you.
Ist das geil. Ja. Uhu. Hat der getroffen, das? Durchwaschen. Wow. Bewegung bleiben und die Typen hier reinlocken. Kurz eine Brücke. Blattweile nehmen. Wow. Wow. Der hat also meine Seelen. Das war ein bisschen bekannt. Also somit habe ich wenigstens bis da hinten erstmal nämlich frei. Erstmal so als safe. Ich weiß nämlich nicht, der Typ hier schießen tut. Aber hier hinten ist nämlich noch ein Item, was ich haben will. Das snitche ich mir jetzt einfach. What? Hier sind wir auf jeden Fall. Na, sicher. Ah, nein. Fuck you. 9000. Fuck it. Das war die scheiß Combo. Ah, nee. Ich hatte
die Pistole nutzen können, ey. Okay, gut. Halt beim nächsten Mal. Wissen ja, wie man durchkommt. Ranstürmen, wegrennen, rein, Typen platt machen, Ende, durch, Typen platt machen, Ende. Ich weiß, dass da noch zwei Typen rumhängen, na ganz geil. Ja, gut. 9000 Seelen. Wird lustig. Haben wir fast 10.000. Könnte man rein theoretisch dann schon fast wieder leveln gehen. Oder sich denn ein Kief die Kathedrale holen? Naja. Lustig wird's auf jeden Fall. Okay, ja. Nicht auf die Seite. Blödes Drecksvieh. Ich weiß doch, dass hier einer rausgerannt kommt. Ja, der hat mir mitten in meinen Sprung reingejumpt, Arschloch. So ein Wichser, ey. Eine Knöte, eine Blattweil. Blattweils kriege ich nicht hier genügend. Meine 9000 Seelen hier verloren gehen, das wäre Katz zum Katzen. Ich könnte jetzt auch einfach nur da runter jumpen. Aber ich clear lieber das Level so weit wie möglich. Schon. Ah, der hat wieder so einen geilen Stein hier. Kommst du? Oh, muss man dich bitten. Die Typen sind mit dem Jump Attack echt einfach zu Köln. Zack, ein zweiter Schlag und tot. Blattwalz. Scheiße. Tausend und jetzt mache ich mich hier wieder runter. Immer an den Typen. Laben. Dann machen wir hier kurz raus. Okay, der Typ hat's nicht gecheckt. Hat er den erwischt? Nö, schade. Ambush Fight. Hier sind wir so halt erstmal sicher.
sagen, wir rennen jetzt. Entsprechend ist mal. Silber. Blöden Vögelblatt. Sehr schön. Hier ballern, wie er will. Ja. Okay, ich habe eine Nachricht von zwei Leuten erhalten. Ich gleich. Ja. Ach, Mann. Ach, nein. Gerade nicht. Zeit. Guck mal, was die wollen. Nachricht. Ich bin in irgendeiner Party drinnen. Nee, Gott sei Dank nicht. Ich bin erstmal in keiner Party drinnen, aber ich krieg einen Haufen Nachrichten. Jetzt nicht, Leute. Es geht weiter. Es geht weiter mit Bloodborne. So, die Typen weiß ich ja. Das geil, wenn die Teller funktionieren. Ja. Das ist so geil, wenn Plan hier mal wirklich funktioniert. Hallo. Ja, kommt rein. Ich ein weniger habe, draußen betteln muss, ist mir das recht. Ja. Blood Wilds. Da! Vergiss es, Junge! Vergiss es! Ja, Abkürzung und ab runter. 13.000 Seelen, Alter! 13.000! Jetzt wette ich auch einen Keks.
habe endlich wenigstens wieder eine Oliana. Da drüben, da ist dieser scheiß Flachwichser. Ich mach die so platt. Wir sind hier oben rausgekommen. Hier sind wir rein, hier sind wir raus. So, ihr blöden Raben. Hey, komm, krieg es. So, hin, damit man euch locker machen kann. Lebt noch? Du hast doch einen Vogel offen. Ja, herrlich. Wirklich echt herrlich. Ich find's geil. So. Kurze Pause. Von Bloodborne. Bin gleich wieder ab. So, und da bin ich jetzt wieder. Ja. Jetzt ist die Frage, wir könnten jetzt hier, ich kenne hier das Gebiet relativ noch so halt ganz gut. Also hier wird uns erstmal kein Typ beschießen. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie man ganz oben auf den Turm kommt. Auf jeden Fall war hier die Abkürzung, die mega geile. Und wo ist man hier dann weitergekommen? Ach ja, hier unten. Genau, hier war ja so ein scheiß Biest irgendwo. Ach ja. Hier war das mit den Überraschungsangriffen. Aus dem Nebel heraus. Ha, ha, ha. Ja. Back, ja. Das ist so geil. Ah, weiß, wo die Typen rauskommen. Was sind das denn? Was war das denn? What? WTF? Das kenne ich natürlich jetzt auch nicht. Also muss ich beim nächsten Mal drauf achten, dieses Vieh zu killen. Auf jeden Fall interessante Sache. Es müssen so ähnliche Viecher sein wie die von die Lizards. Das zum Beispiel, das hier müssten eigentlich zwei Wölfe patrouillieren. Oh ja! Oh ja! Ah.
Ich bin lieber nur ein Wolf. Och, Mann! Alter! Wolfi Wolf. Wolfi Wolf ist am Arsch. Bringt doch was. Wenn man weiß, wo die Viecher herkommen, da kann man echt gut Seelen fahren, beziehungsweise Blood Echoes in dem Fall. Das ist natürlich nichts. Vorne weiß ich, ist so ein Spezi. Relativ easy killen kann. Weil der irgendwie. Man braucht eigentlich nur eine cheesy Taktik hier anwenden. Hey, komm her! Oder hast du ein Problem, Mr. Wolf? Boah. Ja. Like, ja, was? Alter Falter. Der Typ war da oben. Auch nett. War das jetzt der Wolf, der hier rausgejumpt ist? Kommt da noch einer? Das war der Typ. Ich sollte mal meine Lampe anmachen. Oh! Die Typen sind schon echt ein bisschen schief. Wir haben fast 20.000 Seelen, Alter. Ah, hier kannst du runterjumpen. Alter, mich kannst du nicht einlegen. Wow. Ich habe auch nicht gute Sachen. Also 18.000. Wie geht's eher? Steigt ein bisschen mein Gefahrenlevel. Ach, hier! Ha! Ich kenn die Ecke! Ich kenn diese Scheiß-Ecke. Das ist die komplett andere. Ja.
Das ist die Ecke. Jetzt sind wir nämlich wieder am Start. Verdammt. Das ist nämlich diese Ecke hier. Fick die Henne. Das ist wirklich die Ecke hier. Die wir kennen. Wir haben gerade den Shutter freigeschaltet. Geil. Aber wirklich geil. Hier an der Ecke waren es. Echt ein bisschen cheesy, aber okay. Ja, jetzt haben wir endlich einen scheiß Shotcut, ey. Fick die Henne, ey. Ja, es ist abartig. Nicht weiter, also kann man hier noch runter und hier wieder rauf. Ja, Flammenpapier, cool. Ich habe was Geiles gefunden. Hier ist nix. Das Level ist schon echt Hammer. Hier. Ach, dann weiß ich jetzt, wo ich bin. Fuck it. Hier ist dieser scheiß Wolf ausgebrochen. Und hier kommt man weiter. Hier geht's Richtung Bossy Boss. Nee, von hier sind wir ja gekommen. Hier geht's Richtung Boss. Gucken wir uns mal den Kopf an. Ja, ich sag's doch. Komm her! Toll! Der Typ hält ein bisschen mehr auf. Da muss ich schon noch zwei Hände wechseln. Wenn ich hier Schaden machen will, weil ich... Alter! Die ziehen richtig ab. Alter, ist das hier verwinkelt. Er war wirklich richtig verwinkelt. Quicksilver Bullets. Jo, ich würde sagen, wir gehen hier bei Old Jana Abkürzung rein und werden mal eine Runde leveln gehen. Das ist schon extrem hart. Wirklich extrem.
hier hast du ja den Shortcut offen. Muss ich hier mal ganz hoch gehen? Ach ja, da haben wir das, genau. Und wir nehmen jetzt hier den Shortcut. Wo waren jetzt hier die Leute? Ich glaube hier hin. Genau, hier. Hier hoch, Leiter hoch. Hammer! Ich hab's endlich geschafft. Ich muss diesen scheiß einen Weg nicht mehr latschen. Alter, der Weg ist richtig hardcore. Also wirklich richtig, richtig hardcore. Also mit 20.000 Seelen oder 19.000 bin ich jetzt nicht unbedingt. Ach. So, mal kurz Mikro richten. Alter Falter! Ist das hart? Also wirklich hart! Welcome home, good hunter. I must have drifted off. What is it you desire? Over time, countless the great it all. Very well, let me. So, wir haben jetzt gute 19.000, wird jetzt auch mal sagen, Ausdauer ein bisschen hoch. Ranksung. Dann geben wir hier noch ein bisschen was auf. Was? Wie viel haben wir jetzt noch übrig? Farewell, good hunter. Rund 2000. Mal gucken, kann man vielleicht die Waffe noch ein bisschen upgraden. Ja, kann man. Ability. Ja, komm, die Sau haben wir am Anfang auch ziemlich genutzt. Und jetzt haben wir 2000. Dann können wir doch mal schauen, was wir damit machen. Gegenstände erlangen. Ich mir den Gehstock gekauft? Nee. Thank you.
Angriff. Ah, der hat wirklich eine abnormale Reichweite, das Ding. Geile Kombo. Nettes Ding, muss ich sagen. Nettes Ding. Ach, mir gefällt doch die hier um einiges besser. Haben wir es eigentlich jetzt? Wir haben jetzt eine ganze Weile hier gezockt. Ich würde jetzt sagen, dass wir für diese Folge heute erstmal Schluss machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten hoffentlich freudigen Folge. Heute haben wir viel geschafft. Und deswegen, wir schaffen das auch. Dann bis morgen. PlayStation. Übertragung beenden. Okay.